Was wäre ein Spanienurlaub ohne die beliebten spanischen Tapas? Richtig, wie ein Auto ohne Räder. Ich zeige euch heute mal die beliebten Albóndigas in einer leckeren Paprika-Tomatensoße. Albóndigas sind spanische Hackfleischbällchen. Ich bin Kalle und ihr seid bei Cookst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Spanische Albóndigas sind im Prinzip nichts anderes als unsere deutschen Hackfleischklößchen. Allerdings werden sie nicht gekocht, sondern gebraten. Für 4 Portionen Albóndigas in Paprika-Tomatensoße benötigt ihr folgende Zutaten: 500 Gramm Hackfleisch halb und halb, 1 Teelöffel Knoblauchpaste, 1 Ei, 2 Esslöffel Petersilie, fein gehackt, Salz und Pfeffer, 1 Esslöffel Paniermehl, Speiseöl zum Braten und ein Glas Paprikasauce selbst gemacht. Ihr könnt die Paprikatomatensauce natürlich auch frisch zubereiten oder fertig kaufen. Wie ich meine Paprikasauce zubereite, seht ihr in diesem Video hier oben. Dem Hackfleisch werden jetzt alle Zutaten außer der Paprikasauce und dem Speiseöl zum Braten hinzugefügt. Kräftig abschmecken und dann kann gebraten werden. Hackfleischbällchen brutzeln, kann die Soße schon mal vorbereitet werden. Naja, und das ist ganz einfach. Glas öffnen, rein in den Topf, heiß werden lassen, fertig. Am besten serviert man sie dann in vorgewärmten gusseisernen Pfännchen. Ihr könnt natürlich auch jegliches anderes Gefäß nehmen. Ein weiteres sehr beliebtes Tapas ist spanische Tortilla. Hier oben in diesem Video zeige ich, wie das geht. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.